Hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie. Und wohin, das erfahren Sie nach dem Intro. Das ist jetzt nun schon der zweite Unfall heute. Vorhin erst noch im Potzewald auf der L153 an der Kreuzung von der Segmooshütte. Da hat es dementsprechend gekracht. Und ja, jetzt kurz nach 13 Uhr kam es in WhatsApp-Gruppe und per Facebook-Messenger, Instagram, die Feuerwehr fährt durch. In der WhatsApp-Gruppe hieß es dann sogar, schwerer Unfall an der bei McDonald's da an der Kreuzung, und ja, Bericht folgt. Bad Säckingen. Ein schwerer Verkehrsunfall vor dem westlichen Ortseingang von Bad Säckingen hat zu einem großen Einsatz der Feuerwehr und massiven Verkehrsbehinderungen rund um die Trompeterstadt geführt. Ein Autofahrer ist am Dienstag, den 10. Dezember 2019, auf der B34 kurz vor Bad Säckingen ohne Fremdbeteiligung von der Straße abgekommen, rammte einen großen Wegweiser und prallte dann frontal gegen einen Baum. Der 45-Jährige wurde in seinem Golf eingeklemmt und schwer verletzt. Kurz vor 13 Uhr hat er nach Mitteilung der Polizei die Bundesstraße aus Richtung Werbrennet befahren, als er nach rechts von der Straße geriet. Sein Auto kam nach der Kollision mit dem Wegweiser an einem Baum schwer beschädigt zum Stillstand. Mit dem Alarmstichwort THL2 Verkehrsunfall eingeklemmte Person wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen alarmiert, wie sie auf ihrer Seite berichtet. 25 Feuerwehrleute waren mit 5 Fahrzeugen zur Rettung des Verunglückten vor Ort. Der eingeklemmte Fahrer wurde aus seinem Fahrzeugwrack herausgeschnitten und dem Team der Alpine Air Ambulance übergeben. Zudem sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Mit der neuen Maschine des im aargauischen Dürfeld stationierten Rettungshubschraubers Lion One wurde das Unfallopfer in eine Unfallklinik geflogen. Während den Rettungsmaßnahmen war die Bundesstraße komplett gesperrt. Ab 14.15 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen, noch bis in den späten Nachmittag hinein. Auch die Umleitungsstrecken, wie zum Beispiel die Ortsdurchfahrt durch Wallbach, waren überlastet. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Es wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Der Schaden am Wegweiser dürfte ebenso bei ca. 2.000 Euro liegen. Nach der Bergung des Fahrzeugs wurden abschließend ausgelaufene Betriebsstoffe von der Feuerwehr gebunden und aufgenommen. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, wenn die Nachrichten gut rübergebracht worden sind, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben übrigens die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Hier erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau Hochschwarzwald, Emmendingen, der naheliegenden Schweiz, bei Großlagen aus dem Elsass und auch aus dem Regierungsbezirk Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.